Wir befinden uns aktuell auf dem Grünschnitt-Sammelplatz des Landkreises Esslingen in Wendlingen und wir wurden zur brennenden Häckselmaschine alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand die Häckselmaschine bereits im Vollbrand und das Feuer hatte bereits auf umliegendes Häckselgut übergegriffen. Die Rauchsäule war weithin über Kilometer sichtbar, aufgrund dessen, dass unter anderem auch Hydrauliköl und Dieselkraftstoff verbrannt ist. Nach meinem Kenntnisstand gab es aktuell einen Arbeiter, der hier vor Ort war. Der wurde zur Kontrolle vom DLK ins Krankenhaus verbracht. Richtig, wir haben hier keine Wasserversorgung über Hydranten. Deswegen sind als erstes drei Fahrzeuge mit großem Tankinhalt angefahren. Hierbei wurden wir unterstützt von der Feuerwehr Köngen. Im Nachgang haben wir aus dem Nachklärbecken der Kläranlage Wendlingen Wasserversorgung aufgebaut und so die Wasserversorgung ganz sichergestellt. Dass die Kläranlage in der Nähe war, definitiv. Alternativ hätten wir hier in ca. 150 bis 200 Meter Entfernung noch den Neckar gehabt, wäre aber wesentlich umständlicher gewesen. Also momentan warten wir die Klärung ab, was mit dem verbrannten Material passiert, was mit dem kontaminierten Material passiert. Es sind mehrere Liter Diesel und auch Hydrauliköl ausgelaufen. Das wird momentan in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt abgeklärt und dementsprechend ziehen sich dann weitere Maßnahmen noch nach. Also die Feuerwehr Wendlingen war mit 5 Fahrzeugen und ca. 30 Mann sowie die Feuerwehr Köngen mit 2 Fahrzeugen und ca. 12 Mann im Einsatz. Wir haben eine befestigte Oberfläche, allerdings ist es so, dass der Platz hier in ein Becken entwässert, in ein Setzbecken entwässert und wir nicht ausschließen können, dass dort auch Dieselkraftstoff eingelaufen ist. Deswegen muss man jetzt warten, was das Umweltamt sagt und dementsprechend müsste dann noch weitere Maßnahmen eingeleitet werden, das dann aber zum Teil dann auch durch Spezialfirmen durchgeführt wird.